Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Im Hintergrund habe ich einen Regenbogen ausgewählt, weil ich dachte, der macht so eine schöne Brücke, die Verbindung vom Herzen zu Gott. Und das soll heute das Thema sein. Es ist ja gerade sehr schwer für viele von uns und im Gebet findet man Trost. Durch das Gebet kann sich ganz viel Kraft entwickeln, wenn du dich richtig hingibst dabei. Und das möchte ich euch gerne heute lehren. Ich möchte euch zeigen, so wie ich es mache. Und mit diesen Gebeten habe ich schon sehr viel wundervolle Erfahrungen machen dürfen. Und gerade, ich betone es einfach nochmal, jetzt in dieser aufregenden Zeit, um einen Halt zu finden, ist das Gebet das Einfachste, was jeder tun kann und das Wirkungsvollste. Wie man richtig betet, ist eigentlich gar nicht schwer. Wenn man jetzt in der Kirche guckt, entschuldigt bitte für dieses Beispiel, aber da wird oft so geleiert. Eigentlich auch sonst, es ist Quatsch jetzt, das Beispiel gewesen, auch sonst habe ich schon oft gehört, dass manche Menschen was auswendig Gelerntes einfach so herunterleiern. Ein Gebet herunterleiern, das ist kein Gebet. Ich muss erstmal was trinken. Das ist einfach nur irgendwas gesagt. Und dieses Herunterleiern ist für mich persönlich ganz schrecklich, weil da ist keine Achtsamkeit dabei, da ist keine Hingabe und da öffnet sich auch die Seele nicht. Und deswegen bin ich heute da, um allen Menschen zu helfen, welche gerade sehr in der Not sind, sich doch Gott zuzuwenden. Denn die Kraft des Gebetes, sie kann Wunder bewirken. Das ist unheimlich faszinierend, das ist unglaublich. Und das heißt, die Verbindung von der göttlichen Flamme zu Gott, die hat jeder Mensch. Aber nutzt sie auch bitte, nutzt sie, denn nur dann kann sich etwas verändern. Es gibt so viele Beispiele von Gebeten, die Wunder bewirkt haben. Ich durfte einmal ein Seelengebet machen für eine Kundin, deren Neffe war, der hat nicht mehr gegessen und er musste schon in die Klinik und es war so schlimm. Und dann haben wir ein Seelengebet für ihn gemacht und sofort, einen Tag später, hatte sich bei ihm das geändert. Das ist wie ein Wunder, was da geschah. Dieser kleine Junge hat begonnen, wieder zu essen. Ich habe also mit seiner Seele gebetet und einfach nur erklärt, um was es geht und gebeten, doch jetzt den kleinen Jungen wieder zu unterstützen und sich neu auszurichten. Und das hat wirklich, es war ein Wunder, das ging von heute auf morgen, hatte sich da was verändert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe noch ganz viele Beispiele. Und deswegen lege ich euch die Kraft des Gebetes so sehr ans Herz. Und wir werden jetzt auch wirklich ein ganz einfaches Gebet sprechen. Keines, was, wo du viel wissen musst oder viel sagen musst. Einfach eins, was jetzt aus meinem Herzen auch herauskommt. Ich werde mich von meiner Seele führen lassen und euch dadurch, ihr könnt einfach in Gedanken mitsprechen. Oder ihr könnt es auch euch einfach nur anhören. Das macht ihr so, wie ihr möchtet. Die Energie fließt jetzt schon, die fließt schon durch mich hindurch, denn das Thema des Gebetes ist Dankbarkeit, ist einfach
die ganz große Dankbarkeit. Und Dankbarkeit trägt so eine große Kraft, welche uns dann unterstützt. Stellt euch vor den Regenbogen und wie ihr über den Regenbogen zu eurer Seele kommt, zu Gott kommt und dort die Dankbarkeit zu euch zurückkommt, die wir jetzt aussprechen. Ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Warte mal, was haben wir hier? Die weiße Bruderschaft. Das ist eine gute Unterstützung jetzt. Jawohl. Und ja, meine Lieben, wir beten jetzt mal zusammen. Nehme nun einen tiefen Atemzug der Liebe und lass diese Liebe in dein Herz hineinfließen. Spüre, wie du mit dieser Liebe dich ausdehnst und ganz ruhig wirst. Dann lächle. Lächle voller Dankbarkeit darüber, dass du jetzt in diesem Moment hier bist. Lächle voller Dankbarkeit und richte deinen Fokus auf die göttliche Schöpferkraft des Alleinen. Die größte, vollkommenste Liebe, welche dich umgibt, jetzt in diesem Moment. Und so beginne ich mit meinem Gebet. Ich danke dir, du große, vollkommene Schöpferkraft der Liebe Gottes, dass ich hier auf der Erde sein darf. Ich danke dir für meinen Körper. Ich danke dir, dass ich jetzt beten darf. Ich danke dir für mein Leben, für jede Erfahrung, die ich jemals machen durfte. Ich danke dir für alle Menschen, welchen ich begegnet bin, denn jeder Mensch hatte eine Botschaft für mich. Ich danke dir für die große Führung und ich danke dir, lieber Gott, für alles, was du für mich tust. Ich wertschätze jeden Moment in meinem Leben, denn ich weiß, dass ich geführt werde und dass alles, was geschieht, richtig ist. Ich vertraue vollkommen auf die Liebe Gottes und ich richte mein Leben danach aus. Ich danke dir, lieber Gott, für alles, was ich bisher erreichen durfte, für jeden Menschen, den ich erreichen darf und noch erreichen werde. Ich danke dir, dass ich vertrauen darf. Ich danke dir, dass ich die Liebe zu dir in mir trage und diese Liebe zu dir zurückgebe. Ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir für jeden wundervollen Moment in meinem Leben. Und ich freue mich auf die schönen Dinge, welche alle noch kommen werden. Ich danke dir für alles, was du bist. Und ich sende diese Dankbarkeit jetzt zu allen Menschen auf der Erde. Und ich bitte den Segen für jeden Menschen,
und besonders für die Menschen, die heute hier sind. Und so spüre ich, wie dieser Segen fließt. Der Segen aus der göttlichen Quelle und die Dankbarkeit. So lächle jetzt du, lächle und sage auch du Danke für alles, was geschieht, in dem großen Vertrauen, dass du als Schöpfer deines Lebens dich der Führung Gottes anvertraust und deinen Seelenweg mit der Kraft des Lichtes und der Liebe gehst. Smarana. Die Energie ist noch total stark zu spüren und ich befinde mich auch in der fünften Dimension. Ich bin sehr eng mit allem, was ist, verbunden und ich freue mich, dass du jetzt gerade hier bist und dich diese Energien ebenfalls in deiner Seele berühren. Gib das Vertrauen nicht auf. Dankbarkeit ist die größte Kraft, eine der größten Kräfte, die wir zur Verfügung haben. Und mit einem Lächeln lässt du diese Kraft frei, frei über die Erde, frei zu allen Menschen fließen. Ich danke euch, dass ihr hier seid. Ich hab euch so, so, so lieb. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Dann.